Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind aktuell, also bei aktuellen Folgen jetzt. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf Mirage, das kann ich euch schon mal sagen. Das wird definitiv auch Let's Played. Ich hoffe, ich bin an der richtigen Stelle, dass ich hier springen kann. Ja, okay, das sieht gut aus. Nicht, dass ich mir hier noch den Kopf anschlage oder so. Okay. Ich will immer noch A drücken. Moment, ich weiß gerade nicht, ob die gut oder böse sind. Die werden mir auf jeden Fall als feindlich angezeigt. Ich reite da mal lieber nicht mitten rein. In der Hoffnung, dass da jetzt keine Nachzügler sind. So, ich werde mich mal eben bis zum Zielpunkt aufmachen. Ich hatte eigentlich gedacht, wir sind ein bisschen näher dran. Und schalte euch dann gleich wieder hinzu. Ja, und da sehen wir schon das Zelt. Das heißt, es geht weiter mit dem letzten großen Angriff. Leute, ich bin da. Eva ist zurück. Sei gegrüßt, Wolfsmal. Ja, sei gegrüßt. Ich weiß nicht, wer gerade geschrien hat. Basim. Basim. Ach, der steht da oben. Ich wollte gerade sagen. Das sieht mir jetzt aber nicht nach Basim aus, wo ich gerade stand. Oh, Moment. Was ist mit euch? Proviant ist voll. Okay. Bischof Diorlaf. Ungewöhnlich, ein Mann Gottes in den Gefechtsreihen. Es mag dich überraschen, aber in jüngeren Jahren waren mir Pferd und Jagd nicht fremd. Heute kämpfen wir gegen Sachsen, Diorlaf. Nicht gegen Bretonen in Mercia. Fulke ist meine Gegnerin. Eine falsche Christin, die Gottes Wort falsch auslegt. Ich will sie schnellstmöglich stürzen. Dann bist du hier willkommen, Freund. Ja, wenn wir jetzt schon den Falschen angesprochen haben, dann sprechen wir den Nächsten auch noch an. Ober, ein letzter Rat, ehe es losgeht? Ein Rat? Du brauchst keinen Rat. Du stehst in niemandes Schatten, Eivor. Ein großes Lob aus dem Mund von Ragnar Lodbrocks Sohn. Auch wenn unsere Wege uns irgendwann ins Verderben führen, Eivor, sind die Spuren, die wir hinterlassen, wenigstens unsere eigenen. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt, was er da sagt. Du hast für ein ordentliches Durcheinander gesorgt. Fulkes Männer verhalten sich wie kopflose Hühner, weil sie nicht wissen, wo du zuschlägst. Podcaster hat weder die Vorräte noch die Streitmacht, um uns aufzuhalten. Und du hast genug Zeit für die Ankunft deiner Verbündeten herausgeschlagen. Sogar der Bischof ist da. Wie versprochen. Ich hüte das Wort Gottes und mein eigenes Wort halte ich ebenso wie das des Herrn. Wenn nun genug geredet wurde, können wir ja etwas Blut vergießen. Eivor, schlechte Neuigkeiten. Ein Toter trug einen Brief. Fulke hat Hilfe angefordert. Verstärkung? Ein sächsisches Heer kommt von Winchester. Ich reite mit meinen Männern los und stelle sie. Wir werden sie zurückhalten, um dir Zeit zu verschaffen. Wir können den Angriff sofort beginnen. Oder willst du erst mit deinen Verbündeten reden, wenn du das nicht bereits getan hast? Warme Worte vermögen den Frost der Kampfesangst zu tauen. Ja, wir könnten natürlich mit denen reden, weil dann haben wir auch ein bisschen mehr Dialog. Einen Augenblick noch. Komm wieder, wenn du bereit bist. Ja gut, machen wir das einfach. Achso, mit dir dann natürlich auch. Deine Krieger sind nein. Kampfesdurstig. Hallo. Nein. Du auch? Nein. Nein. Ich hab sie ausgewählt. Noch. Komm wieder, wenn du bereit bist. Ja, Basim, kann ich jetzt endlich die nehmen, wo ich Kona Soma, du scheinst betrübt. Es geht um die bevorstehende Schlacht. Jeder Kampf hat seinen Preis. Wen wohl diesmal zahlen wird? Wir beide wissen, wie sich Verlust anfühlt. Der Schmerz abwesender Seelen ist einer, der nie verheilt. Aber deinen Bruder können wir vielleicht noch retten. Immerhin. Fulke und ihre Männer werden heute bezahlen. Nicht wir. Wüsste ich das nur so sicher wie du. Ja. Ist sie jetzt nur damit gemeint oder tatsächlich auch die Leute, die hier unten sind? Ich denke mal, mit denen können wir auch reden, oder? Willi, du alter Stockarsch. Wie geht's dir? Vorsicht, Eivor. Sonst versohle ich dir den Pelz, so wie früher, als wir Kinder waren. Ich erinnere mich, dass du am Ende immer verheult und verrotzt warst. Nun, heute werden die Sachsen jammern, wenn meine Berserker und ich mit ihnen fertig sind. Wenn dir das gelingt, werden wir beiden zusammen trinken.
Ich freue mich darauf. Aber jetzt finden wir erstmal deinen Bruder. Ja, mit wem können wir dann noch reden? Hier noch? Der Vater muss hier sein. Hallo. Birstan, schön dich wiederzusehen. Was macht die Familie? Alfida versorgt mein Haus und mein Herz. Sogar den zeternden Edred hat sie um den Finger gewickelt. Und Elurik? Ist er heimgekehrt? Ich höre nur Geschichten von einem stürmischen Mann, der sich in Metstuben prügelt. Uns bleibt nichts übrig, als weiter zu hoffen. Das tut mir leid zu hören, aber ich danke dir für deine Hilfe. Ich bringe dir einen Rambock unübertrefflicher Handwerkskunst. Ihre Tore werden nicht lange standhalten. Ein wohlüberlegtes Geschenk. Ich werde es zu nutzen wissen. Kämpfe mit Stärke. Wann hätte ich das je nicht getan? Warum schreien denn alle so? Warum schreien denn alle so? Ach du Scheine, die sind ja auch noch alle besoffen, oder was? Wie sollen wir denn jetzt da angreifen? Eieieiei, was für eine Truppe ist das denn hier? Und so erzeugt Gewalt gegen Gewalt. Auge um Auge, wie das Buch sagt. Aber bald werden alle blind sein. Nicht alle. Wer den letzten Schlag versetzt, dürfte noch ein Auge übrig haben. Auf dem Wege der Blinden ist der Einäugige das leitende Licht. Ihr Christen habt doch für jede Gelegenheit einen Spruch, oder? Eivor, bitte vergib mir. Ich habe zu viele meiner Leute auf dem Gewissen. Ich kann nicht mehr. Ich muss nach London zurück. Und du, Erke? Geht es dir auch so? Irgendwer muss ein Auge auf ihn haben in der großen Stadt. Wer weiß, was ihm sonst zustößt. Wir haben dieses Lager gemeinsam erobert. Mehr will ich nicht verlangen. Kehrt heim und lasst eure Freundschaft ein Lichtschein sein. Auf bald, Eivor. Ich bete, dass wir uns gesund wiedersehen. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Wenn ich jetzt nicht mit dem geredet hätte, hätten die mich dann nicht verlassen, oder? Hunwald, welch eine Überraschung. Willkommen. Ja, ich bin auch überrascht, muss ich sagen. Wenn ich schon nicht Aldermann sein kann, will ich wenigstens so meinen Vater ehren. Lincoln Ashir übersendet seine besten Bogenschützen und ich werde sie persönlich anführen. Gut. Mögen sie den Tod über die Köpfe unserer Feinde regnen lassen. Danke, Hunwald. Ja, ich denke, ich hoffe, dass das dann alle waren. Das ist der große Kerl hier mit der riesigen Axt. Mit dir können wir leider nicht reden, aber der ist echt wahnsinnig groß. Hallo. Heftig. Okay, dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. Ein bisschen Schiss habe ich ja jetzt doch langsam. Jetzt haben uns auch noch zwei verlassen. Hallo, Basim? Deine Krieger sind kampfesdurstig. Du auch? Nein, aber wir gehen trotzdem in den Kampf. Wir ziehen los. Wenn die Sonne sich senkt, wird Sigurd gerettet und Fulkes Kopf auf einem Speer aufgespießt sein. Fangen wir an. Eivor, hat dir mein Geschenk in Kantwareburg gefallen? Heute stirbst du, Fulke. Deine Männer können weiterleben, wenn du dich stellst und wir das unter uns klären. Wir haben nichts zu klären. Stirb vor diesen Mauern, wenn du willst. Das ist deine Entscheidung. Keine Mauer ist hoch genug, mich von dir fernzuhalten. Dann komm, hol deinen Bruder, wenn du kannst. Ich warte bei ihm. Folge einfach seinen Schmerzensschreien. Dann wirst du uns finden. Fulke! Wie werden die Skalden wohl von diesem Tag berichten? Sie werden sagen, dass wir eine so blutrünstige Schlacht entfesselten, dass sie selbst Odin in Atem hielt, dass der Himmel schwarz war vor Raben, die sich an toten Sachsen labten. Erhebt eure Schwerter mit mir, Brüder und Schwestern, denn heute werden unsere Namen zu Legenden! Ich werde dich retten, Bruder. Ja,
Aber schon echt interessant, wie sie so mit 20 Leuten jetzt den Angriff plant. Zumindest sah das jetzt so aus. Okay. So viele Schlachten, so wenige Narben, Basim. Was ist dein Geheimnis? Ich weiche aus. Aha, die einfachsten Ideen sind die besten. Ja, lasst ihr euch mal da. Nicht kaputt machen, aber... Ja, das machen sie schon gut. Die Arbeit können sie gerne alleine. Ne, ich will mich nicht drehen. Hab ich nur noch ein paar Leute hinter mir, oder was? Deine Feigheit beschämt dich. Euer Fleisch ist für die Raben. Du wirst leiden. Nein! Wollt ihr mich veräppeln? Na los! Weiter geht's! Kann ich jetzt hier helfen? Es reicht! Den zeigen wir's! Deckung! Weiter, 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 Jungs! Kommt! Noch ein Bollwerk! Wir müssen es einreißen! Weiter, 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 weiter. Hallo? Achso, R2. Ach, Mann. Ich drücke die ganze Zeit R1. Lass die Schwerter nicht fallen! Los! Vorwärts! Oh, einfach weiter. Los, los, los. Durchbrecht das Tor und passt auf das Öl auf. Mutig voran, Krieger. Mögen sich die Raben an Sachsenfleisch laben. Das ist also ein bisschen schlecht. Ach, geh schon aus. Achtung! So, weiter geht's. Ich laufe jetzt durch das Öl durch, ist mir jetzt egal. Weiter, 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 weiter. Ja, jetzt geh. Oh, das geht aber auch nicht raus. Kommt, Jungs. Los, kommt. Weiter, 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 weiter. Warum schaffen wir das nie? Boah, ist nicht euer Ernst. Hier kann man ja gar nichts machen. Das heißt. Kann ich hier nicht schon mal Vorarbeit leisten oder so? Komm ich nicht hoch, ne? In Deckung! Na, da bin ich schon. Nur wenn ich hier unter Dauerbeschuss stehe, ist das natürlich trotzdem blöd. Weiter, Jungs, weiter. Jetzt macht hin, Leute. Boah, ist nicht euer Ernst jetzt. Da kommt aber auch keiner, der einen mal hilft. Mehr Treffer überlebe ich nicht. Dann tu endlich mal was und hilf mir. Leute. Heute noch. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Jetzt geht endlich weiter. Geht weiter. Es ist mir egal, Mensch. Ey, das ist wirklich nicht normal. Nein. Nein. Leder. Nicht das neue Leder, ja genau. Feuer, Feuer, Feuer! Es kommt aber auch keiner mit, wenn du vorne bist. Wo ist das Ding denn jetzt hin, was ich hier gerade...
Ist das euer Ernst hier, was ihr hier für Quatsch fabriziert? Kann man hier vielleicht anders rein? Ist alles gut abgeriegelt, denke ich mal. Nein! Walhalls Ruf wird laut! Mich besiegst du nicht, sächsische Scheißfliege! So, Jungs, jetzt geht doch endlich mal ran hier. Du kriegst das Ding keinen Millimeter alleine bewegt, aber die anderen kommen auch nicht, wenn du die rufst. Das ist das Problem. So, jetzt macht endlich, Jungs, weiter. Kommt endlich hin und macht das Ding jetzt mal nach vorne, bitte. Mach weiter! Ja, mach weiter, genau. Das ist mir doch jetzt egal. Du sollst zum Schlag ansetzen, verdammt. Och, Leute. Ist ja alles schön und gut, wenn ich brenne. Aber ich will hier endlich mal zum Schlag ansetzen. Jetzt komm doch einfach jemand. Ey, das ist doch nicht normal. Setz doch mal endlich zum Schlag an. Heilen kannst du dich später immer noch. Leute. Komm doch endlich mal einer helfen hier. Leute. Jetzt mach schon, Basim. Und nochmal. Na endlich. Ey, es ist doch nicht normal. Es ist wirklich nicht normal. Hättest wegrennen sollen, Häschen. Ich töte dich. Nicht beirren. Nein, rück, mach. Wo muss ich überhaupt hin? ich muss hier hin, ne? Oh, hallo, geht's noch? Gemeinsam schaffen wir das. Alles gut. Oh, nicht alles gut, nicht alles gut. Zerstöre die Bollwerke. Wie soll ich das denn machen? Du bist unübertroffen, Eivor. Hilf mir! Ja, aber wie kann ich die zerstören? Das gleiche gilt wohl für dich, Ubaragnason. Männer kommen nicht durch. Wir müssen sie außer Reichweite der Bogenschützen bringen. Ja, dann mach das. Das Ding kann ich auch nicht. Nein, falsche Taste. Die Klinge ist gut. Wir kämpfen als Brüder. Okay, das ist schon mal gut. Stand da auch eins? Nee, da stand nämlich keins. Bist du ihr Dienstmädchen? Warum fragst du? Aus Gewohnheit. Vergiss es. Egal. Sollte ja normalerweise reichen, wenn man da entlang kommen. Hallo, du sollst in die andere Richtung. Geht's auch. Ja, dann passt ihr mal aufeinander auf. Wo geht's denn hier weiter? Ich lass dich ausbluten. Wo geht's hier weiter, Leute? Ich wollte eigentlich nur kurz ausweichen. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Kann man hier rein irgendwo? Ja, jetzt geh du mal da hoch. Los. Mann.
hier das Fallgitter hoch. Meine ich doch. Kämpft weiter, Männer! Ich werde mich um das Tor kümmern. So, los, öffnen. Was wartet auf dich auf der anderen Seite des Todes, Basim? Ich dachte einst, ich wüsste es. Jetzt denke ich anders. Nicht mich, hallo. Um zu zweifeln. Rutten! Verdammt sollen diese Sachsen. Ich nehme einen Weg. Die können uns nicht aufhalten. Macht eure Ahnen stolz! So, die Frage ist jetzt, zerstöre das Bollwerk. Das ist doch schön, dass hier... Wieso schleiche ich hier? Das ist doch schön, dass hier die Pilze wachsen. Wie soll ich das denn zerstören? Da wäre noch was. Ich sterbe mit der Axt in der Hand. Mich besiegst du nicht, sächsische Scheißfliege. Ja, los. Weich doch mal aus. Komm ich denn da irgendwie vielleicht hoch? Komm ich nicht hoch? Ach so. Na mach schon, los! Boah, lass doch mal los, Mensch, Eivor! Nein, soll's ja nicht runtergeschossen werden. Das Ding ist kaputt, sehr schön. Habe ich mich jetzt erschrocken, dass die hier oben ist. Ja, zerstöre das Bollwerk. Wie können wir denn... Hallöchen! Komm schon. Frage ist aber, wie zerstöre ich das? Oh, Moment. Ich hab was, ich hab was. Oh, lauf, 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 lauf. Achtung. Euer Blut wird diese Erde auf ewig tränken. Muss ich hin? Muss ich hin? Ah. Vorwärts. Nichts ab. Die Feste ist in Sicht. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Eure Hölle kommt, euch zu holen. Kämpft unerbittlich. Heute ruhen Odins Augen auf euch. Das kostet dein Leben. So, weiter geht's. Sorry, dass ich jetzt gerade so ruhig bin, aber ich bin jetzt hier, ich muss gleichzeitig gucken. Und gleichzeitig muss ich kämpfen. Fulke! Guck mal nach hier unten, da habe ich vielleicht mehr Chancen, denke ich. Hallo. Mehr Treffer überlebe ich nicht. Genau. Übernimmt ihr den mal? Tür verschlossen. Willst du mich veräppeln? War doch irgendwo. Komme ich von oben vielleicht rein, dass ich da reinklettern kann? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Moment, da ist was mit... Ach so, er hat den Schlüssel. Och nee. Du bist unübertroffen, Eivor. Ja, oder so. Für Sigurd! Die sächsischen Hunde sind nordischem Stahl nicht gewachsen. Genau. Wir schließen jetzt hier erstmal auf.
Eivor muss in der Nähe sein. Die Treppe hinauf. Nimm dir alles, was du kriegen kannst. Köcher ist voll, ja. Okay. Suche nach Sigurd. Wahrscheinlich oben, ne? Schön gemacht, Eivor. Okay, muss man jetzt hier hoch? Ich sehe nämlich jetzt gerade ehrlich gesagt nichts mehr. Sigurd war hier, aber jetzt nicht mehr. Wohin hat Fulke ihn gebracht? Das ist eine gute Frage. Hallo, du darfst doch gerne hier rauskommen. Sigurds Blut? Noch frisch. Da war noch was. Sigurd, jeden Teil deiner Folter wird Fulke zehnfach erleiden. Okay, wenn ich jetzt hier rauskomme. So, haben wir denn hier noch irgendwelche Spuren? Wir haben keine Spuren mehr. Aber wir müssen hier raus, oder? Die Kirche! Dorthin muss Fulke ihn gebracht haben. Komm, Basim! Stell dich, Fulke! Kann man da runter? Deine Feigheit beschämt dich! Das ist doch viel cooler, als wenn wir da jetzt runterlaufen. So. Das nehmen wir auch nochmal direkt mit. Das können wir nicht. Oh, doch. Komm mit, Jungs. Wir müssen da hinten hin. Glaube ich. Ja. Geht's noch? Ich bin ja am Durchlaufen. So. Komm mit. Es geht weiter. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Der Herr wird uns den Sieg bringen. Ja, ja. Kümmert ihr euch mal um die Bande? Ich hab was Besseres zu tun hier. Ich muss Fulke finden. Ich muss mich rächen. Ich muss meinen Bruder holen. Falls er denn noch lebt. Ich weiß es ja nicht. Diese Tür fordert die Kraft von Zweien. Hey, hierher! Fulke! Ich habe für ihn getan, was ich konnte, Eivor. Jetzt liegt es an dir. Nein! Nein! Bruder, Bruder! Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich bleibe bei ihm. Kümmere du dich um Fulke. Ich komme zurück, Bruder. Ich verspreche es. Das riecht mir so nach Bosskampf. Moment, kann ich mal eben kurz... Nee, F5 war nicht zwischenspeichern, oder? Oder war es doch? Ich weiß es nicht. Können wir hier irgendwas mitnehmen, lesen, wie auch immer, bevor wir da durchgehen? Nein, ich möchte das natürlich nicht hinauszögern. Pfeile? Kann ich noch Pfeile nehmen? Nee, Köcher ist voll. Okay, ich dachte, dann leuchtet das nicht mehr, aber... Wo ist sie? Ist sie da im Dunkeln? Nee, unten. Verkriechst dich vor mir, wie eine Ratte im Dunkeln, Fulke?
Im Dunkeln sind wir alle, Eivor. Nur die Suche nach Licht bringt uns den Göttern näher. Lass das Geseier! Unsere Sprache ist der Tod! Du kämpfst unter dem Banner der Unwissenheit, Eivor. Ich könnte den Vorhang lüften, damit du siehst, was dahinter liegt. Ich brauche nichts von dir. Okay. Okay. Also sie kommt immer aus dem Dunkeln heraus. Ich sollte mich vielleicht auch ein bisschen bewegen. Es endet hier. Jemanden mit so viel Potenzial. Wo bleiben deine schlauen Worte? Du sollst ausweichen, Eivor. Mann. Sehen? Ich sehe nichts mehr. Was ist das für ein Scheißkampf hier? Hallo? Leute? Also, dämlicher hätten sie es nicht machen können, ganz ehrlich. Wo ist sie denn jetzt? Oder muss ich jetzt irgendwie im Licht auf die warten oder so? Sehe ich auch kein Licht mehr? Da ist auch noch irgendwo Licht. Hier ist Wasser. Hä? Okay. Och, Fulke, du selten dämliche blöde Kuh. Jetzt mal ganz ehrlich. Hinten ist die. Nee. Das war nicht. Doch, die ist dahinter. Hä? Moment, ich hatte doch irgendwie auch die Fackel. Aber wie konnte ich die jetzt nochmal nehmen? Das ist eine gute Frage. Da. Also da hinten, das sind nur die Dinger, die leuchten. Müssen wir jetzt hier durch die Tür durch? Die versteckt sich doch dahinter, oder verstehe ich das jetzt falsch? Muss ich jetzt hier im Dunkeln durch die Katakomben, oder? Da ist sie doch. Wenn du deine Augen nicht ins Licht führst, begrabe ich dich im Dunkeln. Aha, kannst also doch kämpfen. Du mischst dich ein, obwohl du nichts verstehst. Du bist Sigurd ähnlicher, als du denkst. Na, geht doch. Mann. Willst du etwa nicht wissen, was ich erfahren habe, Eivor? Nein. Alles, was du sprichst, ist Irrsinn. Sigurd ist ein Ältester. Archon, Nephilim, Isu, nenn ihn, wie du willst. Er ist wiedergeboren. Er ist mein Bruder und Jarl. Und du bist geisteskrank. Er ist, was wir uns erhoffen sollten zu sein. Fulke, verdammt seist du! Warum bist du auch so selten dämlich und lässt dich auf ein Gespräch ein? Ganz ehrlich. Fulke! Du kannst dich nicht ewig verstecken!
sie nicht an. Sie gehört mir. Du bist zu spät, Eivor. Ich habe deinem Bruder die Wahrheit gezeigt. Das ist mein Sieg. Und du wirst mir ins Grab folgen. Okay, jetzt weiß ich definitiv, dass er jetzt total beschugger ist. So, Fulke, hast du jetzt davon? Mann, gib mir nicht auf die Nerven. In deiner Hölle! Hey. Du verstehst nicht, Eivor. Ich reiß dir das Herz raus! Sie hat ihn gerettet! Tiere sind wir. Spucke und Kotze. Scheiße und Dreck. Sigurd ist so viel mehr. Ich gab ihm das Verständnis. Die Gabe. Du gabst ihm Schmerz. Ja. Um ihn zu erwecken. All die Macht. Und all das Potenzial weggesperrt. Im knöchernen Gefängnis. Der Schmerz war nötig, ihn zu befreien. Sehet seine dunkle Schönheit. Die Schönheit des Göttlichen. Sie hat das Größte vollbracht, das Menschen je schaffen konnten. Und du, Eivor, du musst all das fortführen. Sigurd. Ich kann gehen. Lass mich. Lass mich gehen. Sigurd. Eivor, wie ein Drescher werde ich mich durch die Feindeshalme kämpfen, wütender. Was hat sie dir angetan? Eivor! Wir haben sie, solange es ging, aufgehalten. Die Verstärkung aus Winchester ist da. Bringt Sigurd auf ein Schiff. Ich halte sie auf, bis ihr abgereist seid. Kämpfe gut, Eivor. Komm zur Siedlung, sobald du kannst. Bogenschützen, los! Hallo, wieso stehe ich hier direkt mittendrin? Geht's noch? Sie geben nicht auf! Bleib bei mir, dann singen sie! Nicht den Kopf verlieren, Soma. Bloß nicht nachlässig werden. Niemals. Ja, weich bloß nicht einmal aus, mein ein Gott. Mal. Schlag sie zurück. Dein Tor. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt nicht nachlässig, Liga. Für Odin und den Ruhm. So, wohin? Achso. Waren das jetzt alle?
Wir haben sie vorerst zurückgedrängt, aber ohne Gudrums Heer haben wir nicht genug Männer, um die Feste zu halten. Wir haben Sigurd. Das war das Wichtigste. Gudrum hat voreilig geurteilt, Eivor. Du kannst es mit dem Besten von uns aufnehmen. Geh zu deinem Bruder. Die Worte lieber Menschen helfen schneller als jedes Kraut. Ich werde hier übernehmen. Mögen die Götter dich leiten, Uba, bis wir uns wiedersehen. Ja, und damit haben wir den Sturm der Mauern abgeschlossen. Und nochmal 2 Fertigkeitspunkte erhalten. Das ist natürlich super. Oh, ein Popistolch. Wo habe ich den denn jetzt her? Also wahrscheinlich vom Abschluss der Quest, nehme ich mal an. Ich habe zumindest nichts eingesammelt. Die Saga haben wir abgeschlossen. Und haben eine neue Quest bekommen. Der Rabe und der Kuckuck. Da kam jetzt gerade so viel auf einmal, ich habe überhaupt gar nichts mehr mitbekommen hier gerade. Ich würde aber sagen, dass das jetzt hier der perfekte Moment ist, um einen kleinen Cut zu machen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann mit Sigurd sprechen, von allem, das vergangen ist. Das ist auf jeden Fall dann noch eine andere Quest. Das ist nicht die, die wir jetzt bekommen haben. Wenn wir jetzt erstmal gleich in der nächsten Folge, meine ich, mit Sigurd sprechen. Und ja, ich mache einen schnellen Cut, weil wir sind schon über die 40 Minuten drüber mittlerweile. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, falls du es noch nicht getan hast.